Hallo zusammen. Immer wenn ich morgens zur Arbeit fahre, ist es noch so kalt, dass ich mehrere Schichten Klamotten übereinander anziehe und dann noch meine dicke Jacke. Damit es im Auto etwas bequemer ist, schnalle ich mich zwar an, aber ich führe den Gurt unter meiner Achsel durch. So habe ich im Auto wenigstens Bewegungsfreiheit und ich bin dennoch sicher angeschnallt, wenn der Gurt eingerastet ist. Das ist keine gute Idee. Denn wenn du erwischt wirst, musst du mit einem hohen Bußgeld rechnen. Denn wer den Sicherheitsgurt nicht korrekt wie vorgeschrieben über die Schulter führt, gilt rechtlich als nicht angeschnallt. So, wie sieht's aus? Sicherheitsgurt im Auto. Olaf sagt, ja, unter der Achsel ist das erlaubt. Peter sagt, nee, das ist unter der Achsel nicht erlaubt. Immer schön über die Schulter gehen. Frau Liening, schönen guten Tag nach Iserlohn in Sauerland. Hallo. Hallo. Grüß Sie. Ich grüße Sie auch. Wie schnallen Sie sich denn an? Ja, ich meine, Peter hätte recht. Ist nicht erlaubt. Geht nur hier, klassisch, ne? Über die Schulter. Ja, genau. Gucken wir uns mal die Auflösung an, ob das stimmt. Es geht immerhin um 250 Euro. Ich weiß Bescheid. Der Sicherheitsgurt im Auto soll den Becken- und Schulterbereich des Fahrers schützen. Und er gilt nur dann als korrekt angelegt, wenn er auch über die Schulter geführt wurde. Ob man es anders bequemer findet oder welche Gründe man auch immer fürs andere Anlegen hat, wenn man erwischt wird, ist ein Bußgeld fällig. Und zwar so, als ob man gar nicht angeschnallt gewesen wäre. Ja, Peter weiß Bescheid und Sie wissen auch Bescheid. Ja, wunderbar. Ja. 250 Euro, die gehen zu Ihnen nach Iserlohn. Und oben drauf gibt es noch unser neues Buch vom ARD-Buffet, die Küchentrends. Wunderbar, freue ich mich drüber. Sehr gerne. Ihnen einen schönen Tag noch. Machen Sie es gut. Tschüss.